Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Mighty Quest for Epic Loot. Ja, jetzt ist Juli auch wieder da. Ja. Genau. Oh, sorry, ich hab grad gegähnt. Ja. Der Teamspeak geht wieder, keine Ahnung, warum das zwischendurch nicht ging. Das ist uns beiden ein Rätsel. Aber gut. Wir machen weiter, ich will einfach mal angreifen. Wir haben nachgeforscht, wir haben die letzten 20 Minuten damit verbracht, also echt. Lügt doch nicht, Mann. Nee, wir haben einfach gar nichts gemacht. Gerätselt. Ich habe den nur gerätselt und weitergezockt. Genau. Gerätselt und weitergezockt. Und ich will jetzt einfach angreifen, ein bisschen Gold sammeln, gucken natürlich hoffentlich irgendwie die Ausrüstung zu verbessern, wenn es möglich ist. Und im Level aufzusteigen. Ich bin jetzt Level 11, mir fehlen noch 4201 Erfahrungspunkt bis Level 12. Und ja, wir machen weiter. Schauen wir mal, ob wir hier 3 Sterne holen können. Der Zeitstern muss ja nicht sein, aber das Gold von ihm würde ich schon sehr, sehr gerne mitnehmen. Der hat nämlich wieder 1000 ungefähr. Wie viel Loot kriegst du eigentlich bei dir so? Nimm das zu dann? Ja klar, nimm das zu. Ja, aber, klar, aber es gibt halt Schlösser, die machen 2000, es gibt aber auch Schlösser, die haben nur 1000, dann gibt es wieder Schlösser mit 5000 und so, also es hat echt alles. Fuck, Alter! 5000 wäre nice bei mir, aber ein bisschen übertrieben. Angriff verkackt. Hab ich so richtig beschissen. Du läufst und auf einmal kommt dann so ein. Hast du schon Kettenhunde gehabt? Ja. Die ziehen dich dann zu dem Scheiß hin. Ja. Und dann ist da genau da, wo du landest. Genau da. Rat mal, was da ist. Ja. Genau da ist so ein. Ist so eine verfickte. So ein verficktes Sprungbrett. Ja. Dann bist du halt schon leicht am Arsch, ne? Den Part musst du eigentlich mal angucken. Du sagst, da war so ein verficktes Sprungbrett und genau eine Sekunde später laufe ich auf eins drauf. hat gepasst, hast ein gutes Timing drauf gehabt. Alter, nö. Wie ich halt drüber laufe, es mich aufregt und ich es instant 2 Sekunden später vergessen habe und beim Zurücklaufen wieder drüber laufe. Ist doch nicht. Meine Fresse. Ich weiß ja, wie man die aktivieren kann und so, dass es einen nicht erwischt, aber. Ja, wenn man halt so ganz knapp daneben läuft. Nee, wenn du ganz kurz drüber läufst und danach wieder weg. Ja, schon. So löst man halt auch die ganzen Minen aus. Ja. Oder Bomben. Ich weiß nicht, wie die heißen im Spiel. Weißt du, ich verliere nur gegen solche, die Unendlich-Paket gekauft haben. Ja, gut. Die haben da halt einen minimalen Vorteil. Ja, ach, weil die halt mehr so ganzen hochkarätigen Defenses kaufen können, weißt du? Oder quasi in Arsch gesteckt bekommen. Ja. Aber die haben auch 30 oder 40 Euro dafür gelöhnt. 30. Ja. Also ich habe hier 3 Sterne geschafft, das finde ich schon mal gut. Läuft ganz gut im Moment. Wir kriegen schon wieder irgendwas. Ein gefallener Papa. Oh, ich habe gerade Billy. Nein! Nein, jetzt hat er auch noch den Teraptor da. Erfolg, süße 15. Besiege 15 Schlösser, naja. Oh, scheiße, Alter. Nein. Klingt nicht so gut bei dir. Ja, der hat fucking 40.000 Leben und macht 5.000 Damage. Und dann sind auch noch solche Fallensteller dabei und dann machen die Damage. Ich hab mal wieder einen Clan-Schloss-Test für dich. Ich hab da noch eine Barrikade zusätzlich hingestellt. Ja, kein Problem. Ja. Wir schauen mal, ob wir irgendwas Neues gibt. Bekommen haben, was wir verwenden können. Mann, Alter, verfickt. Ja, einen neuen Mantel. Ja. Ansonsten erstmal nichts.
bin fast Level 12, da fehlt noch ein winziges Fitzelchen von genau 88 Erfahrungspunkten. Und ja, wir suchen uns den nächsten Gegner aus. Und machen weiter. Hey Castle, you are so nice. Ja, geschlagen, Alter. So. Der Morgenstern ist zwar. Ich habe jetzt einen Morgenstern anstatt ein Schwert, weil der mehr Schaden und Mana-Raub macht, aber der ist halt langsamer. Ist noch ein bisschen ungewohnt, aber ich denke, das geht dann auch. Oh, ich habe alle drei Sterne geholt bei dem. Oh, leck. Und dann bekomme ich ein Scheiß-Item als Bonus. Oh. Tja. Ich weiß nicht, ob du das auch, also ob das bei dir auch schon ist. Aber bei mir ist halt so, Ja, ich habe schon zwei Stück hab ich bekommen. Ja, wenn du halt jemanden mit drei Sternen knackst dann. Ja, ich habe vorhin legendären Ring bekommen. Der hat drei Effekte. Ja, ich weiß, das ist bei den legendären Sachen so. Ja. Ich hab halt noch ein paar Sachen, die nur zwei Effekte haben, das kotzt mich so ein bisschen. Du hast Luxusprobleme. Also halt zumindest im Verhältnis auf mich Alter, gezogen. Alter, ich habe jetzt einen Stab bekommen. Wenn ich den ausrüste, zerfick ich so. Weil ich habe halt plus 25% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und 3 Gift. Nice. Das ist schon mal sehr nice. Weißt du, wie kaputt das macht, Alter? Das macht so kaputt. Ja, das glaube ich dir sofort. Habe ich zwar weniger Verwirrung, aber scheiß drauf. Naja, Verwirrung ist jetzt nicht so. Oh, da Flambo besiegt. Ich hab was? Ja, Flambo hab ich gesehen. Ja, kam bei mir gerade die Nachricht, deshalb. Ja. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Tour. Wer ist der nächste auf der Liste? Ich muss Merkel sein können. Was für ein Level hat der bei dir? 24 oder 25. Ah, okay, bei mir jetzt 14 dann. Lustig ist halt nur, der Heldenlevel wird an das angepasst, aber ich habe da meine Items, mein Level juckt nicht. Nur. Nice. Freigeschaltet Erfolge, 10 müssen gehen, plündere 10 Schlösser nacheinander. Und Level 12, nice. Yannick wieder in 36 Sekunden. Ja. Oh ja, oh ja. Nice, ich habe Königsdrachenschlitzer bekommen als Fähigkeit. Entfesselt den Zorn des Königsdrachen. Dies entlädt sich in einem großen Kreis und alle betroffenen Kreaturen erleiden 480 Schaden, werden zurückgestoßen und kurz betäubt. Nice. Okay, das ist schon, sagen wir mal, akzeptabel. Ja. Minimal. Nice. Mann, Alter, ich habe Lebenskristalle. Ich habe 50.000 Lebenskristalle und nur 18.000 Gold. No. Ich habe von beiden 2.000. Ich sammle jetzt EXP auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt immerhin in der letzten Folge die Lager mal. Ja, muss ich auch machen, aber dafür brauche ich halt 22.000 Gold. Ah, okay, jedes Lager. Ja. Bei mir waren es 800. Ups, ich wollte nicht verlassen. Juli hat unser Schloss wieder getestet. This pathetic excuse for a castle will soon be rubble. Ist genau das gleiche, bis außer dass eben die eine der Pappritter da als Barrikade noch umstand. Weil die habe ich bekommen und dachte mir so, komm, stell sie hin. Ja, du warst sogar noch eine halbe Sekunde schneller als vorher. Ohohoho. Ja, eisern am Optimieren, der Junge. Ach je. Der hat ja gar kein Loot. Klickt ins an, hofft so auf 1000 oder 800 oder so. Was kommt? 200. Naja,
Pferd immer in 700 Endkämmer angreifen. Dann schauen wir mal. Painhammer incoming! Nächster Fight. Oh ja, nice. Die neue Fähigkeit, die ist echt mega nice. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren, nicht dauernd die 1 zu drücken, weil das war bis vorher der Kick, den ich eigentlich relativ häufig einsetzen konnte. Und jetzt ist da ja die Mega-Fähigkeit. Muss mir mal abgewöhnen, immer linke Maustaste und 1 gleichzeitig zu tippen, weil dann macht es irgendwie nur 1 von beidem und nie das, was ich will. Ja gut, das ist dann weniger produktiv im Kampf. Ja, vor allem ich will eigentlich beide Fähigkeiten gleichzeitig einsetzen, weil bei mir ist es ja 1 ja der Vortex-Riss und 2 ist der Flächenbrand. Wenn du die halt kombiniert einsetzt, macht es halt mega Damage. Ja, das stimmt. Aber wenn du es halt unproduktiv einsetzt, so wie ich, dann macht es halt eigentlich gar keinen Damage. Naja, glaube ich, muss die große Fähigkeit dann auf die 3 legen. Weil ich krieg halt dauernd 1. Und es passiert dann halt nichts. Weil ich zu wenig Mana habe zwischendurch. Oh shit! Oh shit! Ich habe ein magisches Amulett gefunden, Alter. Nice. Oh, das freut mich jetzt aber echt. Bin ich echt mega nice. Aber ich hätte schon ganz gern wieder ein Schwert. Der Morgenstern macht zwar guten Damage, aber der ist so langsam. Das nervt ein bisschen. Ja, kann ich mir vorstellen. Na, ah, der Zeitstern habe ich hier verpasst, aber ich habe auch ein bisschen rumgetrödelt. Ich gebe es ja zu. Aber den Rest haben wir gut hinbekommen. Schön. Yay. Und der Charakter steigt und steigt. Nice, neues Cape. Ich hätte echt gerne mal eine neue Waffe. Oh nee, die ist nicht so geil. Sorry, das heißt gar nicht magischer Gegenstand, sondern es ist ein legendärer Gegenstand. Mhm. Ein epischer Gegenstand. Gift, wo ist es? So, dann hoffen wir mal, dass da was Gutes rauskommt. Beim Schmieden. Ich bin mal gespannt. Gerade. Der sieht schon mal nicht so schlecht aus. Aber ist nicht wirklich besser. Okay, da können wir nichts mehr schmieden und normale Sachen verschmieden. Ja, da habe ich genug inzwischen. Auch wenn er die Qualität jetzt nicht so wird, aber dann mache ich immerhin aus 6 Gegenständen einen, der ein bisschen hochqualitativer ist. In dem Fall kriege ich sogar einen Helm, der besser ist als mein jetziger. Also alles gut. Tja, wir sind weiter am Aufsteigen. Das Schloss steigt immer höher. So wie unser Level halt auch. Und ja, das Hauptziel ist, den Dur da oben zu besiegen. Und deswegen müssen wir eigentlich im Moment nichts anderes machen, außer angreifen, uns Loot schnappen und im Level aufzusteigen. Das ist so das Einzige. Was machst du gerade so, Juli? Ich. Gegner aussuchen, den ich auch schlagen kann. Ja, das wäre von Vorteil. Auf jeden Fall. Eigentlich suche ich gerade eher einen, der mir 10.000... Nice username. How long did it take you to come up with that one? 1000 EP.
Was ist das hier für ein Riesenschloss? Gibt ja Leute, die haben so ganz schmale Gänge, der hat hier erstmal so eine riesige Eingangshalle. Okay, der hat jetzt seine Minen versteckt. Das finde ich gut. Die habe ich damit schon mal. Und zwar alle auf einmal. Ach scheiße. Da muss ich mir darum schon mal keinen Kopf mehr machen. Da geht's ja auch noch weiter. Wetten, dass hier drüben ist nur Attrappe und Leer. Die Minen ist man auf der anderen Seite. Ja, sieht ganz danach aus. Ich schaue trotzdem mal. Der Zeitstand geht dann eben flöten, aber das ist dann nicht so tragisch. Ja, da ist nichts mehr. So, und da sind sämtliche Kreaturen. Magische, ich habe eine epische Magier. Weiß ich aber nicht, was die mir bringt. Oh nein, also die Fähigkeit, die 1, das ist schon. Uiuiui. Da geht dem Gamer das Herz auf, wenn er sowas sieht. Aber an Kreaturen war das hier ein Witz. Ein absoluter Oberwitz. Aber gut. Und jetzt bei mir sind nur noch Leute, die das Unendlich-Paket gekauft haben. Ja, gut. Heißen die alle Geld oder was? Vielleicht. Kann ich ja mal einen angreifen und mal nachfragen dann. Und dann auf Englisch schreiben, are you shitting gold, are you shitting money oder was? Ja, klar. Was denn sonst? Jo, ich würde sagen, das war's von der Folge soweit erstmal. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter, probieren auf Level 13 zu kommen, ob wir das schon in der nächsten Folge schaffen oder erst in der übernächsten, das sehen wir dann. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, Leute.